Also, liebe Leute, grüßt zum Dr. Winter als Hirschpartipp für Millionäre und Studenten. Und die lässt sich nochmal. Heute Spartipp: Autohaftpflicht wechseln jedes Jahr. Seine Autohaftpflichtung jedes Jahr bei Check24 oder Verivox im November überprüfen und kündigen. Und neu abschließen spart man so 30 bis 150 Euro im Jahr mit 20 Minuten Arbeit. Jetzt 2019 hat meine alte Versicherung, obwohl ich eine SF-Klasse günstiger geworden bin, den Beitrag um 30 Euro erhöht und von 227 auf 256 Euro im Jahr. Meine neue Versicherung über Check24 gefunden, kostet nur 216, also spare ich noch 40 Euro und habe ich in 20 Minuten 40 Euro gespart und habe noch eine gratis Mallorca-Police dazu. Und vielleicht, ich muss mal abwarten, eine Teilkasko. Gratis, aber das muss ich mal abwarten, ob das stimmt. Jedes Jahr testen lohnt sich. Letztes Jahr habe ich bei der AXA-Versicherung gekündigt und meine neue war wieder bei AXA, praktisch bei derselben, weil die für Neukunden günstiger war als für Altkunden. So kann man in 10 Jahren Arbeit mit 3 1/3 Stunden 400 bis 4.000 Euro sparen. Mehr Spaß ist auf meiner Facebook-Seite oder demnächst in meinem Hartz-IV-Buch. Moment, sind wir weit? Erzähl das mal. Hallo liebe Leute, geht's zum Hartz-IV-Tipp. Heute Autoversicherung wechseln jedes Jahr. Hab noch keine gefunden, die jedes Jahr günstig bleibt. Aber das sind ja nur ein paar Minuten Arbeit. Was heißt, in 20 Minuten habe ich das gemacht und jetzt kann ich das euch eben zeigen in 5 Minuten. Und ich zeige das mal. Dann geht man hier auf Google und sucht Check24. Da sind meine ganzen Autosammlung gespart, die ich mal hatte oder habe da. Braucht man die Daten nicht eingeben. Und deswegen ist es ruckzuck, man muss nicht alles eingeben, sonst dauert es 1 Stunde oder 2 Stunden, wenn man es eingeben muss. Und gibt mir auf Google und gibt da ein Check24. Ich bin ja das Erste. Ich war auch mal bei Verivox, habe geguckt, aber die speichern letzten 2 Jahren meine Daten nicht. Und Verivox, die speichern meine Daten nicht und die speichern das. Da habe ich hier mein Konto. Gehe mein Konto da. Gehe ich auf. Na, ich bin noch angemeldet. Mal gucken, da musst du dich anmelden. Ich hatte dich von mir nicht abgemeldet. Meine Aktivitäten. Das ist meine Versicherung. Und jetzt gehe ich mal hier auf. Jetzt muss ich selber gucken. Vorhin, als ich mich noch nicht angemeldet habe, gehe ich mal auf Abmelden. Melde mich mal an, dann geht das leichter. Da ist hier das Konto, dann geht man auf Anmelden. Dann sind meine Daten, gehe auf Anmelden. Ist alles gespeichert immer so, dann geht ruckzuck. Und gehe auf, jetzt muss ich selber suchen. Da sind meine Sachen da und für mich ist leichter. Muss ich mal gucken, Versicherung, gehe ich auf Kfz-Versicherung. So guckt man noch rein, wenn man sich noch nie angemeldet hat. Da ist meine Lupe, den ich zurzeit habe, davor hatte ich den Polo. Und dann gehe ich hier, das ist das, Preise anzeigen. Ich wollte jetzt irgendwo Preise anzeigen. Einen Moment, jetzt vergleicht er die Preise, was ich vorher auch gemacht habe. Und weil die ganzen Daten schon gespeichert hat, von mir zeigt er jetzt die ganze Versicherung an, die bei Verivox sind. Verivox ist kein Vergleichsportal, ist ein Makler. Und wenn man abschließt, dann kriegen die Provision. Und die wollen gerne jedes Jahr abschließen, dann kriegen die jedes Jahr Provision. Und das war jetzt die günstige, die ich habe abgeschlossen. Und
die war noch günstiger, aber die hatte nicht so gute Bewertungen. Keine Mallorca-Brise hat die auch, aber vor ein paar Tagen hat die Mallorca-Brise nicht gehabt, die ist jetzt wieder drin. Das wechselt jeden Tag. Und die hat aber noch, die hatte vor, als ich sie abgeschlossen habe, vor 3 Tagen, Mallorca-Brise und Eigenschadendeckung. Das ist so eine Art Teilkasko gratis dazu. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ob ich da eine Eigenschadendeckung habe. Lass mich mal überraschen, aber sonst ist es auch günstig. Mal locker bloß drin und dann geht man hier auf weiter und dann kann man zum Online-Antrag gehen und dann abschließen. Vorhin war es ein bisschen anders, da wurde ich überprüft bei ganzen Daten und bei der Überprüfung musste ich dann nur ändern und nochmal alles durchlesen. Die Kilometerstand muss ich nur ändern, SF13 hat das schon neu, automatisch neu gemacht und dann gibt man auf Online-Antrag und die kündigen dann automatisch die alte Versicherung, weil ich die auch darüber abgeschlossen habe. Muss man die Versicherungsnummer angeben von der alten Versicherung, habe ich vergessen, muss man auch eingeben. Und dann kündigt der automatisch mit einem Klick in den Antrag und er kündigt die alte da. Und dann hat man da kein Problem mehr. So kann man mit einem Klick, wie er im Fernsehen gesagt hat, die alte kündigen und die neue abschließen. Und dann habe ich jetzt 40 Euro gespart in 20 Minuten. So, und das war das schon. Verivox kann das auch, aber da sind die Daten nicht so gespeichert, deswegen bin ich bei Verivox nicht. Und weil es mir zu viel Arbeit ist. Und wenn ich da vielleicht noch ein, zwei Euro sparen kann, dann mache ich es lieber nicht. Und bleib erstmal bei Check24. So, das war der Spartipp. Und dann könnt ihr im Jahr so 40 bis 4.000 Euro sparen. Wenn ihr 10 Autos habt da, könnt ihr noch mehr sparen. Meine Strom könnte man auch so überprüfen jedes Jahr, aber ich habe einen guten Anbieter. Dann brauche ich da nicht wechseln. Sonst würde ich auch jedes Jahr überprüfen da. Okay, weil nächstes Jahr ist es so, diese Versicherungen, die sind im ersten Jahr so günstig, im zweiten Jahr werden sie teurer, weil dann 80% bleiben trotzdem dabei, sind zu faul zu kündigen und neu zu suchen, aber ich mache das schon. Und dann, wenn man 400 Euro bis 4.000 spart, dann in 10 Jahren, dann lohnt sich das schon. Okay, ciao, bitte abonnieren.